Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Freut mich auf jeden Fall sehr und ja, heute mal zu einem weiteren Unboxing, wieder mal mit einer Nerf. Und zwar haben wir dieses Mal die Nerf Elite 2.0 Phoenix CS6, so heißt sie. Ja, auch eine motorisierte Nerf, ja, auch sehr kompakt. Klein, aber dick. Auf jeden Fall. Kleines Magazin, 6er Magazin. 12 Pfeile sind noch dabei. Und ja, wir gucken uns erstmal eben draußen den Karton an. Was auch direkt auffällt, hier oben ein riesiges Zielvisier. Da denkt man erstmal, das ist eine Sniper oder sowas. Aber ja, ich kann nochmal durchgucken. Hier ist auch so ein kleines Zielkreuz drin, was jetzt nicht unbedingt wirklich was bringt, aber... genau in die Kamera. Hallo. Ja, ihr könnt auch mal gucken, ob man das Kreuz sieht. Ich gehe mal nicht davon aus. Vielleicht ein bisschen. Ah ja, da ist auf jeden Fall ein Kreuz. Und ja, erstmal mal vorne. Und zwar haben wir hier bei der Phoenix auch wieder sehr viele Anbaumöglichkeiten. Also die Phoenix ist auf jeden Fall ein Blaster, den man sich kauft, um auf jeden Fall viel anzubauen. Wir können einmal hinten eine Schulterstütze dran bauen, vorne eine Laufverlängerung können wir da dran bauen. Habe ich auch hier direkt bei meiner Commander, hier eine Laufverlängerung, können wir auch da dran bauen. Und wir haben insgesamt 5 Tactical Rails, eine hier hinten, 2 hier an der Seite, eine rechts und eine links, sieht man jetzt nicht. Dann hier oben eine, da kommt dann das Zielvisier drauf. Man sieht auch, dass das Zielvisier noch gar nicht richtig drauf ist hier, das ist nur so extra dabei. Also das Zielvisier kann man hier oben drauf machen. Man kann es aber auch lassen, was anderes drauf machen. Also 1, 2, 3, 4 und unten natürlich auch noch eine. Da kann man dann zum Beispiel hier noch so einen Ziellaser dran bauen. Da habe ich auch ja schon ein Video gemacht, könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Und Commander könnt ihr euch auch gerne noch mal angucken. Aber ja, darum soll es jetzt nicht gehen. Ja, wir gucken uns einfach noch mal die Rückseite gleich auch noch mal an. Vorher noch eben hier natürlich einmal Schussknopf. Dann haben wir hier, der Knopf ist, um das Magazin auszuwerfen. Und dann haben wir jetzt hier unten, das sieht man nicht so gut, unten der Knopf. Da, das ist der Knopf für den Motor, damit der Motor läuft. Und dann haben wir natürlich hier noch die große orangene Klappe, da zum Aufmachen, um verklemmte Pfeile rauszuholen. Dann kommen wir nochmal zur Rückseite. Da haben wir noch einmal hier, wie gesagt, 5 Tactical Rails, Schulterstütze anbauen, hier der Motorknopf, 12 Pfeile sind dabei, hier Laufverlängerung dran bauen und ja, hier Tactical Rails und so und natürlich hier Zielvisier. Hinten nicht so spannend, aber ja. Dann natürlich ist da ein 6er Magazin dabei, ist jetzt ein bisschen klein, aber das ist natürlich kein Problem, denn wir haben natürlich größere Magazine am Start. Natürlich hier zum Beispiel ein 18er Magazin. Jetzt hier von der Nerf Elite 2.0 Turbine und hier ein 25er Trommelmagazin. Ist natürlich alles kompatibel, kann man alles dazu bauen, damit man mehr Schuss hat. Und ja, das erstmal so zur Phoenix im Karton. Und jetzt würde ich sagen, packen wir die einmal aus und gucken uns die von allen Seiten mal genauer an. So, wir haben jetzt mal die Phoenix ausgepackt. So sieht die ausgepackt aus. Man sieht auf jeden Fall vorne, ist die sehr dick. Also breit, sehr dick. Das liegt natürlich daran, dass hier vorne dann gleich noch die Batterien reinkommen. Und ja, sonst, wie gesagt, hier 5 Tactical Rails. Rechts und links nochmal. Dann haben wir hier natürlich auf der Seite einmal das Nerf-Logo in Orange. Und hier Phoenix in Weiß. Das ist auf der anderen Seite natürlich auch. Aber natürlich nicht in Farbe, das ist ja immer so. Und ja, dann hier nochmal die Knöpfe. Hier für den Motor. Dann hier der zum Schießen, der Knopf, also der Hebel
Aber der funktioniert natürlich nur, wenn man hier den Knopf gedrückt hat. Dann kann man den nur schießen. Wenn man den nämlich nicht gedrückt hält, geht das nicht. Und dann haben wir hier vorne noch den. Der ist natürlich wieder hier um das. Ne? Ist auch ein bisschen schwieriger, um das Magazin auszuwerfen. Das Magazin kann man natürlich auch wechseln. Das ist jetzt ein 6er Magazin, das ist natürlich ein bisschen klein. Kann man natürlich auch andere Magazine nehmen, zum Beispiel von anderen Elite 2.0 Wummen könnte man das 18er Magazin von der Turbine nehmen oder auch ein ganz anderes natürlich. Jedes Magazin ist ja kompatibel eigentlich, zum Beispiel auch hier so ein 25er Trommelmagazin. Nehmen wir mal das 18er Magazin. Natürlich ist immer bei so einer ist jetzt natürlich ein bisschen lang, sieht nicht schön aus, aber ja, ist natürlich dann besser für den Kampf. Oder das Trommelmagazin. Sieht nicht schlecht aus, sieht es aber auch nicht so super toll aus. Ja, da sieht das 6er schon besser aus. Aber ja, dann natürlich noch hier oben einmal die Klappe, ja, können wir einmal aufmachen, um verstopfte Pfeile rauszuholen. Und dann ja, haben wir hier noch hinten für die Schulterstütze und vorne für die Laufverlängerung haben wir hier natürlich noch Platz. Da können wir natürlich auch noch grundsätzlich an der Phoenix können wir natürlich viel anbauen. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier von meiner Commander Schulterstütze und Laufverlängerung. Zur Commander habe ich auch schon mal ein Video gemacht, könnt ihr auch gerne nochmal angucken. Und hier die Lampe könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken auf meinem Kanal. Ja, die Lampe können wir natürlich auch noch hier dran bauen zum Beispiel. Zum Beispiel unten noch als weiteren Griff natürlich auch. Einmal zum Zielen, aber auch zum Halten natürlich. Dann können wir natürlich hier vorne Laufverlängerung dran bauen. Also man muss sagen, die Phoenix ist halt schon ähnlich wie die Commander, weil bei der Commander ist das ist ja auch so eine, die, wo man viel anbauen kann. Und ja, dasselbe ist natürlich auch mit der Phoenix. Muss ich mal hier die Schulterstütze abkriegen. So. Schulterstütze passt natürlich hinten auch dran. So. Und dann haben wir hier auch wieder ein schönes, langes Gewehr. Und ja. Was natürlich auch noch dann dazu kommt. Einmal kommt natürlich dann jetzt eben das Magazin noch rein. Und was auch noch dabei ist, hier Zielvisier kommt dann hier oben dran. Und dann muss man schon ehrlich sagen, dann das ist schon echt eine mächtige Waffe. Also die sieht schon richtig mächtig aus. Die ist jetzt schon so groß, dass die nicht mal mehr ins Bild passt fast. Also wenn jemand so einer am Schlachtfeld hat, da hätte ich schon ein bisschen Angst. Man muss ja sagen, dass das ganze Zeug hilft einem natürlich nicht wirklich bei der Schussfähigkeit und so, aber es sieht natürlich viel cooler aus, wenn du mit so einer großen Waffe ankommst, als wenn du nur mit der einzelnen Phoenix hier ankommst. Aber ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Batterien rein und machen dann auch nochmal ein paar Testschüsse. Ich mache mal eben das ganze Zubehör ab, damit ich ein bisschen besser hier dran komme und alles. So, die Batterien, die kommen hier vorne rein. Ja, vorher gucken wir uns nochmal eben hier die Bedienungsanleitung an. Die Bedienungsanleitung ist, ja, einmal hier haben wir die Warnhinweise. Die brauchen wir natürlich nicht. Dann haben wir hier nochmal so ein kleines Heftchen mit Warnhinweisen. Brauchen wir auch nicht. Warnhinweise kennen wir eigentlich alle. Und dann haben wir hier natürlich noch eine richtige Anleitung. Einmal hier mit Zahlen gekennzeichnet, was ist. Ne? Komm. So. Mit Zahlen gekennzeichnet, was ist. Dann innen drin steht natürlich, wie man alles macht, wie man Magazin einsetzt, wie man Batterien einsetzt, wie man, ja, keine Ahnung, wie man die ganzen Sachen betätigt und alles. Aber ja, das wissen wir eigentlich auch so alles. Und dann auf der Rückseite noch, wie man die Pfeile bei verklemmten Pfeilen, wie man verklemmte Pfeile rausbekommt. Und ja, das zur Bedienungsanleitung.
Dann machen wir jetzt mal weiter mit den Batterien. Habe ich hier. Da brauchen wir 4 AA-Batterien mit 1,5 Volt. Insgesamt sind das dann 6 Volt. Bei der Phoenix werden wir wahrscheinlich auch noch ein Tuning-Video machen. Wird dann auch noch kommen, wie wir die Phoenix tunen mit stärkeren Batterien, dass die dann auch schneller und weiter schießt. Jetzt kriege ich diese Schraube hier nicht auf. Doch jetzt. So, kleines Fach. Aber ja, hier so sieht das dann von innen aus. Schiebt man hier rein. Das werden wir mal eben tun. So, natürlich gucken, dass die richtig rum drin sind. Aber das sollte man so hinkriegen eigentlich. So, dann wieder zu und festschrauben. So. Haben wir das? Perfekt. So, jetzt merkt man auch schon vorne, ist sie auf jeden Fall ein bisschen schwerer geworden. Dafür zum Beispiel dann jetzt auch hier die Lampe natürlich auch vorteilhaft. Wenn man die dran macht, kann man die natürlich noch als Griff benutzen. Aber man muss sagen, ja, also das hat auf jeden Fall jetzt schon wirklich gutes Gewicht vorne. Man kann die noch in einer Hand halten, aber man merkt schon, dass das nach vorne kippt. Aber insgesamt muss man sagen, ist sie noch recht leicht. Und ja, ich würde sagen, wir probieren mal den Motor aus. Ja, so hört sich der Motor an. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal kurz ein paar Pfeile rein. Dafür nehme ich jetzt einfach mal eben hier das Magazin und schieße ein paar Pfeile. Man kann natürlich wie immer Dauerfeuer machen. Man sollte es vielleicht nicht mit einem 30er Magazin Dauerfeuer, 30 Pfeile hintereinander, weil irgendwann verklemmt dann da ganz schnell was. Also am besten alle 5 Pfeile mal kurz Pause machen. Oder man kann natürlich auch Einzelschuss machen. Hier drücken und dann drücken, loslassen, kennt man ja. So, ich würde sagen, wir machen dann einfach mal ein paar Testschüsse. So, was ich dann jetzt gerade auch schon gemerkt habe, ist, dass die kein Dauerfeuer machen kann. Man kann nur drücken, dann schießt er einen Pfeil, aber wenn man gedrückt hält, kommt kein weiterer Pfeil raus. Bedeutet, wenn man schnell hintereinander schießen muss, muss man halt ganz schnell machen. Aber richtiges Dauerfeuer automatisch kann sie nicht. Aber naja, jetzt verstehe ich auch, warum da nur ein 6er Magazin drin ist, da man nur Einzelschuss macht. Aber ja, ist natürlich trotzdem okay. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt gleich beim Schusstest. So, wir sind jetzt draußen beim Schusstest. Und ja, wir werden mal schauen, was die Phoenix so drauf hat. Und ja, wir werden erstmal Magazin reintun. Das Originalmagazin ist ja ein 6er Magazin. Für eine elektrische natürlich nicht allzu gut. Deswegen habe ich hier das 18er Magazin von meiner Turbine. Und auch noch ein selbstbestelltes 25er Trommelmagazin. Und ja, wir fangen jetzt an. Hier 18 Schuss. Erstmal die Einzelschüsse machen wir 8 gerade und dann nochmal 10 angewinkelte. Wir gucken, wie weit wir kommen. Ich gehe rüber auf die andere Seite. Und ja, let's go. Let's go. Waren die geraden, jetzt die angewinkelt. Hier kommt gerade eine Böe, wir warten kurz. Das war's.
So, wir gucken uns das Ergebnis an. Die geraden Schüsse alle recht weit im vorderen Bereich, nicht allzu weit geflogen. Das liegt aber auch vermutlich daran, dass die Batterien eben nicht mehr ganz neu sind, sind schon ein bisschen benutzt worden, also auch nicht mehr die stärksten. Demnächst wird aber noch, keine Sorge, wird noch ein Tuning-Video ja kommen, wo wir dann unsere elektrischen Nerf Blaster ein bisschen tunen mit stärkeren Batterien und sowas, Akkus und sowas alles, werdet ihr dann aber im Video sehen und dann gucken wir mal, wie weit sie dann schießen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Ergebnis von jetzt an. Ich würde sagen, wir rechnen nochmal ein paar Meter dann nachher drauf, aber gucken wir uns erstmal an, was wir hier haben. Wir haben die ersten beiden Schüsse ungefähr so bei 9,5 Metern beide. Dann der nächste einzelne hier ungefähr bei 10,5. Dann hier wieder zwei. Die sind dann ungefähr bei 11 Meter beide. Und ja, das war's auch schon mit den geraden Schüssen. Ich frage mich nur gerade, ob da irgendwelche Pfeile fehlen, weil ich habe eigentlich 8 geschossen. Ah, da liegt noch einer. Ah, guck mal hier. Hinterm Zaun liegen welche. Da liegt einer. Auch ungefähr bei 11 Metern. Und dann haben wir hier noch einen. Nicht da drunter. Da liegt er. Der ist ungefähr bei 12 Metern. Ich würde so 3 bis 4 Meter schon mal nochmal draufrechnen. Sagen wir mal 3 Meter auf jeden Fall draufrechnen. Von den ganzen geraden Schüssen eben wegen den Batterien. Also wären wir hier bei 15 Metern gerade Schüssen. Das ist schon sehr gut. Also sagen wir mal so 2 bis 3 Meter. Dann passt das schon. Wir gehen weiter bei den angewinkelten Schüssen. Die waren jetzt auch nicht so überragend. Keiner ist bis auf das Gepflasterte. Doch, einer ist bis auf das Gepflasterte geflogen. Der Rest ist alles noch auf dem Kies. Ja, müssen wir mal gucken. Naja, egal. Wir fangen mal an hier. Der erste ist hier bei ungefähr 15 Metern. Und auch hier rechnen wir mal 3 bis 5 Meter mal drauf. Hier haben wir eben 15 Meter, der nächste hier bei 15,5. Dann hier, da einer ungefähr bei etwas über 16 und der hier bei 16,5. Dann haben wir hier eine Zweiergruppe, die liegt ungefähr bei 17. Dann hier nochmal zwei auf derselben Höhe, die sind ungefähr bei knapp 18, etwas unter 18 sind die noch. Und dann unser Top-Schuss heute ist der hier. Der einzige, der bis aufs Gepflasterte gekommen ist, ungefähr bei 20,5 bis 21. Und hier auch eben, sagen wir mal, 3 Meter mehr. Also hier eben, anstatt 21, 24 Meter, sagen wir mal 24, 25 Meter. Das ist dann ungefähr da, wo jetzt die Warden da hinten liegt. Ja, das ist auch schon eine gute Weite eben. 25 Meter passt auf jeden Fall. Also wie man auch natürlich auch sehen kann, es ist eben nur ein Pfeil. Dass diese 27 Meter, die versprochen werden, sind dann eben so Weiten, die dann entweder bei ultimativ guten Bedingungen, die man schießen kann, oder eben, wenn man mal einen Glückstreffer hat. Und sonst sind die ungefähr alle so bei 20, über 20 Metern meistens auf jeden Fall. So, dann würde ich auch sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Nerf-Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!